Die Fastnachtszeit, die Karnevalszeit, die strebt jetzt ihrem Ende entgegen. Manche sehen das mit einem lachenden Auge, die anderen mit einem weinenden Auge. Und auch der Himmel wird teilweise als sein lachendes, auch sein weinendes Gesicht an diesem Fastnachtsdienstag oder Veilchendienstag zeigen können. Wir sind unter Zwischenhocheinfluss. Das Hoch heißt Georg, liegt mit seinem Schwerpunkt im Alpenraum. Hier kommt mal vorübergehend etwas kältere Luft vorbei, bevor dann wirklich die Warmluftdüse aus Richtung Kanaren, Azoren einsetzt und uns ja, weit über 15 Grad in viele Niederungen bringen wird. Und damit sind wir mal vorübergehend im Mittelfeld zwischen dem eiskalten Norden Europas und eben dem deutlich wärmeren Süden. Es ist ein ziemlich Durcheinander, kann man sagen, was uns hier die Wetterküche präsentiert. Mal scheint eben die Sonne, mal sind die Wolken dicht, wie am Vormittag in vielen Teilen Norddeutschlands. Da fällt auch ein bisschen Regen raus, im Stau der Alpen auch noch einzelne Schauer. Hier die Schneefallgrenze übrigens so bei 800, 900 Meter. Also wer höher hinauf muss, der soll oder muss besser gesagt mit Glätte auf den Straßen rechnen. Dazwischen haben wir diese Mischung aus sonnigen Phasen und ein paar dichteren Wolken. Frühnebelfelder sind bald verschwunden. Am Nachmittag haben wir es dann vor allen Dingen im Süden ganz nett. Da scheint die Sonne häufig. Letzte Schauer verschwinden Richtung Oberösterreich, Salzburg im Norden. Mehr Wolken als Sonne und gelegentlich Regen, Nieselregen, auch einzelne Schauer sind dabei. Hier gehen wir teilweise fast ohne Sonne durch den Tag, null, maximal eine Stunde. Im Süden wird es dann hier im Allgäu am freundlichsten mit bis zu 6 Stunden Sonnenschein insgesamt. Die Temperaturspanne, hier haben wir in den östlichen Mittelgebirgen die kälteste Luft mit 6 Grad. An der Küste sind 7 und am Oberrhein maximal 12 Grad.